Jetzt kann es losgehen. Einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier zur Dämmerungszeit in einem Weinberg. Wir sind am Fuße des Kappelbergs, einer der besten Toplagen für den Weinanbau hier in der Region Stuttgart. Wie vor kurzem bekannt geworden ist, möchte also Cem Özdemir als Ministerpräsident bei der nächsten Landtagswahl für die Grünen hier im Ländler antreten. Eine interessante Wahl, aber das kommt jetzt nicht unbedingt überraschend. Ich frage mich trotzdem hier gerade mal so spontan, wo ich meine erste Outdoor-Ernte genieße vom Balkon. Dafür schon mal vorab vielen Dank für die Möglichkeit des Eigenanbaus im Rahmen von Säule 1. Doch wieso hat nun final anscheinend auf den letzten Metern auch die Grünen den Mut verlassen, rund um Säule 2 und die Umsetzung von Modellprojekten? Im Rahmen von einer Verordnung, der sogenannten Konsum-Cannabis-Wissenschaftsverordnung, wäre das möglich gewesen. Doch dies hängt aktuell im BMEL fest. Von Özdemir und seinem Ministerium bekommt man keinerlei Aussagen. Rund um die Umsetzung, es wird hin und her geschoben mit Verweis auf das SPD-geführte Bundesgesundheitsministerium. Also wann und ob überhaupt noch hier sich etwas tun wird, ist derzeit fraglich. Wir leben in einer Kulturlandschaft, in der Weinbau seit Jahrhunderten Tradition ist, ebenso wie auch die Kulturpflanze Cannabis de facto zur Geschichte hier dazugehört, könnte man sich also auf seitens der Grünen doch endlich mal dazu bekennen und hier diesen Fortschritt wagen. Ich kann also nur appellieren, bitte fasst euch ein Herz, sowohl von seitens der Landespolitik aus, als auch von der Bundespolitik. Es muss hier ein Signal gesetzt werden. Wir brauchen die Erreichung der Gesetzesziele möglichst auf effektivsten Wege und dazu bedarf es unbedingt Säule 2. Deswegen ran an den Speck. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch in diese wunderschöne abendliche Szene. Ich genieße noch meinen letzten Rest hier und wünsche euch soweit noch ebenfalls einen angenehmen Tagesrest. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.